Morgen zu Franzis Kochstudio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kochen wir etwas zum Thema Wasser. Dazu brauchen wir einen Krug Wasser, 5 Weingläser, ein bisschen Öl, einen Kochtopf natürlich und ein großes Messer. Denn wir kochen heute nämlich eine Schildkrötensuppe. Dazu müssen wir als erstes mal im Nachbarsgarten schauen, ob wir die Schildkröte finden. Achtung! Hey meine Süßen, das stimmt natürlich nicht. Ich würde niemals eine Schildkröte umbringen und essen. Ich bin doch nicht, ja. Ich dachte mir nur, ich will euch einen kleinen Bären aufbinden, das heißt, ich will euch ein bisschen auf den Arm nehmen, weil ich schauen will, ob ihr wirklich wach seid. Und jetzt nach dem kleinen Scherz müsst ihr jetzt wirklich wach sein. Willkommen zu unserer 8. Runde. Wir beschäftigen uns heute wirklich mit dem Thema Wasser. Dazu brauchen wir kein Messer, dazu brauchen wir kein Öl und auch keinen Kochtopf, aber hier. Wasser brauchen wir wirklich für später. Holt schon mal 5 Weingläser und Wasser, auch in einer Flasche, wenn ihr habt, und kommt wieder zurück und wir legen ganz normal los. So, hier bin ich jetzt ganz normal und ohne Schürze. Wir legen jetzt los für die Einheit von heute. Und zwar, das letzte Mal haben wir, wisst ihr noch, Klarinette kennengelernt. Sophie hat uns die Klarinette vorgestellt und wir haben in die Musik hineingehört von den Fossilien, ja, und haben auch uns damit beschäftigt, wie man sich dazu bewegt, eben indem man versteinert. Heute lernen wir neue Musik kennen und zwar ist es wirklich leider das letzte Stück, das wir von Camille Saint-Saëns aus dem Karneval der Tiere kennenlernen. Und zwar hat es wirklich mit dem Thema Wasser zu tun, und zwar mit dem Aquarium. Deswegen müsst ihr heute unbedingt die Ohrenbrille bereithalten. Dazu brauchen wir dann auch wieder Stifte und Papier, ja, damit wir kurz wieder das aufzeichnen können. Was wir aber heute auch noch brauchen ist, tada, eine Socke. Eigentlich 2 Socken, ja. Ich habe hier mal eine vertretend mitgebracht. Mit dieser Socke werden wir Sockentiere basteln. Ganz am Ende seht ihr meine Bastelanleitung. Also es müssen alte Socken sein, die ihr nicht mehr braucht. Und wichtig bei der Socke ist, dass sie nicht einfach hier aufhört. Also dass sie einfach nur bis zum Knöchel geht, sondern sie sollte schon ein bisschen länger sein, damit man da richtig reinfahren kann. Ja? Genau. Aus dem werden wir dann unser Sockentier basteln, ja. Es wäre natürlich toll, wenn es eine alte Socke ist, eine Socke eines Erwachsenen, die ihr nicht mehr braucht und die euch jemand zur Verfügung stellt, die ihr einfach bemalen und ja, fertig machen könnt, ja. Also Socken brauchen wir auch. Und ja, was werden wir heute tun? Wie gesagt, Musik kennenlernen. Dann müssen wir unbedingt noch ein bisschen Theater spielen. Wir gehen ja weiter im Stück. Wir entdecken heute mit dem Förster und der Zirkusdirektorin eine neue Welt. Dann müssen wir unbedingt die Aufführung besprechen. Ich danke ja für alle Fotos, alle Videos. Ich freue mich gewaltig, die ich von euch bekomme. Zum Thema Aufführung habe ich ein paar Fragen bekommen, weil viele ganz unsicher sind, wie denn das ausschauen soll. Also, wir werden das nicht gemeinsam machen können irgendwo, sondern für die Aufführung werde ich ein Video zur Verfügung stellen. Und da könnt ihr mit mir gemeinsam diese Aufführung über den Bildschirm bei euch zu Hause im Wohnzimmer mitmachen. Kennt ihr Karaoke? Und da hat man gelernt, dass man einen Bildschirm haben kann mit dem Text und man singt da dazu. Und wir machen das auch so ähnlich, ja? Und zwar gebe ich ein Video vor mit den Texten, den Anleitungen für die Bewegung. Wir singen dann zusammen. Also könnt ihr diese Aufführung bei euch zu Hause mit mir hier vom Bildschirm mitmachen. Ihr seid da völlig frei, wann ihr das macht.
und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das dokumentiert, also wenn es davon kleine Bilder oder Videos gibt. Ja, auf jeden Fall, keine Sorge, seid da auch nicht ängstlich und denkt euch, oh Gott, ich kann das nicht oder so. Keine Sorge, ihr macht mit mir mit, so wie es euch Spaß macht und ihr werdet sehen, das wird richtig toll. Wisst ihr, was eine Rampensau ist? Das ist eine Rampensau. Tja, also jemand, der sich bis an die Rampe, das heißt den vordersten Teil der Bühne stellt und überhaupt keine Angst hat und ganz laut spricht und singt. Und da bin ich mir sicher, gibt es viele unter euch. Naja, also, wir fangen jetzt an. Wir beginnen jetzt zuerst mit A, natürlich mit der Übung 1. Wir kennen sie schon, die gute alte Ohrenbrille. Meine Lieben, wir packen die Ohrenbrille aus, legen uns in einen bequemen Ort, drehen den Computer, den Laptop, das Smartphone, ganz egal, sehr laut, damit wir jetzt gut hören können. Und wir hören jetzt in eine der magischsten Musiknummern überhaupt hinein. Das ist eine sehr, sehr, sehr berühmte Musiknummer geworden. Und wisst ihr noch? Stefano hat uns erzählt, dass das sein Lieblingsstück ist, weil er damit, weil er ja auch tauchen geht, die Welt unter Wasser wirklich vor den Augen hat, wenn er das hört. So, deswegen, Ohrenbrille her und wenn ihr die habt, setzen wir uns in Position, setzen die Ohrenbrille auf, wenn ihr soweit seid, gut, die Augen machen Pause. Und wir schalten jetzt die Musik ein und los geht's. Ohrenbrille wieder weg und wie war's? Ich bin ganz gespannt, wie ihr das jetzt erlebt habt. Ihr müsst jetzt unbedingt auf Pause klicken, euch Papier holen und Stifte und mal zeichnen, welche Fische ihr da gesehen habt. Waren das gefährliche Fische, waren das böse Fische, waren das bunte Fische, waren das kleine Fische, große Fische, waren das mehrere Fische oder waren das alles Fische von einer Art?
Malt mal auf, was ihr gesehen habt, und wenn ihr soweit seid, kommt ihr wieder zurück. Pause klicken! Oh, ich wäre so gespannt, was ihr gezeichnet habt. Oh, das würde mich so interessieren. Es gibt nämlich von Kindern oft die schönsten und kreativsten Ideen, was sie unter Wasser sehen. Das ist bei euch sicher auch der Fall. Oh, also, wenn ihr mir Bilder schicken wollt, gerne. Ich freue mich sehr. Jetzt machen wir einen großen Sprung und gehen direkt ins Theater. Also, es fehlen ja uns immer noch Szenen, die wir einstudieren müssen. Und jetzt machen wir eine Theaterübung. So, bevor wir jetzt anfangen, Theater zu spielen, gucken wir nochmal in das Textbuch und jetzt wiederholt ihr mit mir gemeinsam nochmal die Nummern, die wir schon gemacht haben, und dann steigen wir direkt ein in die Geschichte, wo wir das letzte Mal stecken geblieben sind. Also, wisst ihr noch, wir treten auf als Zirkusdirektor. Er ladet alle herzlich ein in die zur kleinsten Aufführung der Welt und beginnt mit eurem ersten Song, dem Gummibärenlied. Plötzlich klopft es. Wer kommt dazu? Der Förster oder die Försterin? Aufhören! Ah, was hören meine Ohren? Vom Bären sprecht ihr. Ich muss den unbedingt suchen. Ihr wollt die Ausweise haben. Ihr sammelt die Ausweise ein von den Kuscheltieren. Stellt fest, unter euch ist kein Bär zu finden. Was machen wir denn jetzt? Jetzt kommt der kreative Zirkusdirektor und sagt, ich habe eine Idee. Der Bär hat sich sicher dort versteckt, wo wir nicht vermuten, bei den Vögeln. Also, wir nehmen die Vogelmaske und wir reisen in die Welt der Vögel. Und zwar läuft dann die Musik und wir bewegen uns zur Musik als Vogel. Gut. Danach sind wir als Vogel angekommen und singen den Papageien-Song mit unserer Bewegung. Wenn das Lied fertig ist, Vogelmaske weg, und dann treffen sich wieder der Förster und hier steht Moderatorin, damit meinte ich Zirkusdirektorin. Der Förster ist enttäuscht und lässt die Schultern hängen. Eine Schnapsidee war das. Der Bär war hier nicht zu finden. Wohin sollen wir denn jetzt gehen? Dann sagt der Zirkusdirektor, ich habe eine Idee. Er wird sich dort versteckt haben, wo wir nicht vermuten, bei den Büffeln und Löwen, also in der Steppe. Also, wir setzen die Löwenmaske auf und bewegen uns als Löwe zur tollen Musik von Camille Saint-Saëns. Sobald das vorbei ist, sagt der Förster, ich glaube meinen Augen nicht. Ich sehe zwar keinen Bär, aber ich sehe Fossilien. Wir wissen jetzt, was Fossilien sind. Die Musik geht los und wir versteinern zu Fossilien. Am Ende davon, und da sind wir jetzt angelangt, wo wir das letzte Mal waren. Wir sind jetzt in Nummer 9. Jetzt sind wir schon in der 9. Nummer von unseren 13 Nummern insgesamt. Also, in der 9. Nummer, da steht, der Förster, die Försterin ist enttäuscht und lässt die Schultern hängen. Hat sie ja schon oft getan, macht sie jetzt wieder. Wir nehmen den Försterhut, setzen ihn auf. Wer von euch den Förster oder die Försterin spielt, sagt, eine Schnapsidee war das. Also, ich spreche vor, ihr sprecht nach. Und wie sprechen wir auf der Bühne? Laut, deutlich und selbstbewusst. Ja? Also, ab durch die Mitte. Achtung. Eine Schnapsidee war das. Eine Schnapsidee war das. Bären leben doch nicht in der Steppe. Bären leben doch nicht in der Steppe. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Dann kommt der Zirkusdirektor. Wir wechseln den Hut oder er spielt zu zweit. Der Zirkusdirektor oder die Zirkusdirektorin. Immer positiv. Wir dürfen nicht aufgeben.
Wir dürfen nicht aufgeben. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Der Bär hat sich woanders versteckt. Der Bär hat sich woanders versteckt. Komm, wir reisen in die Welt unter Wasser. Komm, wir reisen in die Welt unter Wasser. Ich weiß, wohin es geht. Ich weiß, wohin es geht. Also, hier nochmal schauen. Wirklich deutlich sprechen. Viel zu viel, ja, auch wenn es blöd klingt, aber so muss man üben, damit man danach gehört. Also, wichtige Wörter sind aufgeben. Aufgeben. Versteckt. Versteckt. Unter Wasser. Unter Wasser. Tja, so, wenn das soweit ist, dann setzen wir den Hut ab. Wir reisen in die Welt unter Wasser. Und zwar geht dann die Musik los und wir bewegen uns als Fisch zu dieser Musik, die ihr heute schon gehört habt. Das probieren wir jetzt gleich aus. Und zwar, ihr könnt entweder, was ihr basteln könnt, wäre, dass ihr einen großen Fisch malt auf ein Stück Papier, den in die Hand nehmt und mit dem Fisch durch euer Wohnzimmer schwimmt. Ja? In die andere Hand können wir dann, und da kommt jetzt unsere Wasserschlange ins Spiel, aus diesen Socken eine Wasserschlange zaubern. Die basteln wir danach zusammen. Dann könnt ihr in einer Hand einen Fisch haben, in der anderen Hand eine Wasserschlange. Und so bewegen wir uns durchs Wasser. So, jetzt hoffen wir mal in die Musik. Steht auf, es geht los zur nächsten Übung. Bevor wir Theater spielen, direkt müssen wir uns ein bisschen aufwärmen. Wir machen wieder Gelatine, Gelatine, so. Gerade wenn wir unter Wasser sind, müssen wir mal hier alles baumeln lassen können, damit wir mal ganz geschmeidig sind wie die Fischlein, die da schwimmen. So. Ja, also, wir machen uns groß und klein und groß und klein und groß. Und klein und groß. Seid ihr alle noch dabei? Super. Also, bisschen gestretcht. Wir versuchen uns jetzt so groß links und rechts zu machen wie möglich, dass sich die Hände hinten bewegen, berühren und vorne berühren. Wir kreisen mit der Schulter. Rechts mal und links. Die Ohren berühren wir mit der Schulter. Lassen die Hände baumeln und atmen wieder aus. Nochmal Schulter zu den Ohren. Und okay. Also, jetzt geht die Musik los und ihr nehmt euch allen Platz, den ihr braucht. Aber ihr wisst, was der Deal ist. Ich gebe euch keine Bewegung vor, wie ihr euch als Fisch bewegen sollt zu dieser Musik. Ob ihr mit der Wasserschlange fahrt oder mit einem Fisch oder mit beiden Wasserschlangen oder nur mit Fischen. Das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist aber wichtig, dass ihr genau auf eure Ohren hört. Ja? Nicht irgendwie wild dazu bewegen, ja, als Monster oder Zombie oder so, sondern wirklich als Fisch und versucht wirklich mit der Musik mitzugehen. Also wie mit der Musik zu tanzen. Ja? Also im Aquarium wird es keine harten wie Fossilienbewegungen geben, sondern ganz geschmeidige Wellenbewegungen im Körper. Okay, also dann nichts wie los und seid ihr soweit? Ihr verwandelt euch jetzt zu Fischen oder zu einer Wasserschlange und bewegt euch jetzt zur Musik. Und Musik ab! Thank you.
Ja, die Musik ist jetzt vorbei. Jetzt geht's nämlich los, da im Textbuch steht. Also, ihr tut das Fischkostüm wieder weg in die Requisitenkiste. Ihr holt eure Wasserschlange heraus. Jetzt mal hier die Socke. Und wir singen jetzt den nächsten Song. Das ist noch der krönende Abschluss von heute. Wir lernen jetzt das letzte Lied, das wir für unsere Aufführung brauchen. Keine Sorge, das kriegt ihr jetzt locker hin und das singen wir jetzt gemeinsam. Achtung, los geht's! Hier ist es, das letzte und dritte Lied, das wir für unsere Musiktheateraufführung brauchen. Es heißt Zwei lange Schlangen. Es hat insgesamt 8 Strophen, aber wir machen die nicht alle, sondern wir machen hier, bis hier runter 5 Strophen insgesamt. Bevor wir das jetzt singen lernen, müsst ihr das einmal mit mir sprechen. Ich spreche im Rhythmus vor und ihr sprecht es nach. Nehmt dazu eure beiden Hände und klopft auf die Oberschenkel, ja? Dann bekommen wir das gleich ins Gefühl, ja? Ich schnipse jetzt hier mal mit und dann, ja, macht mit. Ich mach vor, ihr macht nach. Achtung! Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach. Jetzt ihr. Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach. Sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich guten Tag. Sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich guten Tag. Und olalala, olalala, kss, kss, kss. Jetzt ihr. Olalala, olalala. Zweite Strophe. Eine andere Schlange kommt zufällig vorbei. Eine andere Schlange kommt zufällig vorbei. Sie sieht die erste Schlange und ruft ganz lässig Hi. Sie sieht die erste Schlange und, ruft ganz lässig Hi. Olalala, olalala. Ihr. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Zwei lange Schlangen, die schauen sich richtig an. Zwei lange Schlangen schauen sich richtig an. Und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann. Und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Jetzt ihr. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Zwei lange Schlangen, die schleichen querfeldein. Zwei lange Schlangen, die schleichen querfeldein. Und beide beschließen, komm, lass uns Freunde sein. Komm, lass uns Freunde sein. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Zwei lange Schlangen, die schwimmen durch den Fluss. Zwei lange Schlangen, die schwimmen durch den Fluss. Und geben sich am anderen Ufer einen dicken Kuss. Und geben sich am anderen Ufer einen dicken Kuss. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Olalala, olalala, kss, kss, kss. Das war's schon, unser Wasserschlangensong. Komm, jetzt machen wir noch die Musik dazu. Keine Sorge, das nächste Mal singen wir den nochmal besser, aber nur, dass ihr ihn mal gehört habt. Okay? Also, los geht's! So,
Jetzt habe ich die Gitarre geholt und wir spielen diesen Wasserschlangensong nun einmal zusammen durch. Ganz langsam, keine Sorge, ihr müsst da überhaupt nicht perfekt sein. Ihr hört den jetzt ja zum ersten Mal. Das nächste Mal trainieren wir den weiter, also keine Sorge, kein Stress machen, jetzt mal einfach zuhören, mitmachen so wie es geht und ihr bekommt ein Gefühl für diesen Song. Achtung, los geht's! Das nächste Mal gehen wir direkt an dieser Stelle weiter. So, wenn wir den Wasserschlangensong in unserer Theateraufführung auch gesungen haben, dann sind wir jetzt ganze 3 Nummern weiter als heute Morgen. Ja? Jetzt haben wir die Nummer 9 gemacht, die Nummer 10 und die Nummer 11. Ja, das war ja jetzt ganz viel. Also, wenn sich diese 2 Wasserschlangen dann getroffen haben, diese Sockentiere basteln wir jetzt noch. Legt ihr die wieder weg und dann kommt wieder der Förster. Und was wird er dann sagen? Genau da steigen wir in unserem nächsten Treffen ein. So, meine Lieben, jetzt haben wir genug Musik gemacht. Wir haben genug Musik gehört, dazu getanzt und neue Musik gelernt und neuen Text. Jetzt geht es zu einer Special-Runde für heute. So, meine Lieben, heute gehen wir auf Entdeckungstour und schauen, welche tollen Klänge wir auch zu Hause fabrizieren können. Und es geht ja heute um das Thema Aquarium und um Wasser. Und es gab wirklich vor, ich glaube, das waren jetzt fast 300 Jahre, hat es einen Benjamin Franklin gegeben, der ein Instrument erfunden hat. Und der hat sich nämlich so toll inspirieren lassen von den Klängen, die Gläser produzieren. Und er hat dann ein Instrument entwickelt, die Glasharmonika. Und mit dieser Glasharmonika haben dann verschiedene Komponisten, wie zum Beispiel auch Camille Saint-Saëns in unserem Aquarium, haben das in das Orchester eingebaut. Das ist ein Instrument, das wir sehr selten hören. Das gehört auch nicht standardmäßig zum Orchester dazu. Aber es klingt ganz magisch und in ganz berühmten Stücken spielt das eine Rolle.
Das nächste Mal schauen wir uns an, wie diese Glasharmonika ausschaut. Aber heute erkunden wir mal die Klänge, die wir auch zu Hause mit Glas und Wasser produzieren können. Also, wichtig, holt euch Weingläser. Selbst die sind nicht so optimal. Wichtig wäre, wenn der Rand oben sehr, sehr dünn ist. Ja, also die Gläser könnten ruhig auch etwas größer sein und ein dünneres Glas haben. Das Beste ist, wenn es 5 gleiche Gläser sind, aber muss jetzt auch nicht sein. Ich habe mal 5 Gläser genommen, falls ihr nur 3 habt, auch kein Problem, denn es geht ums Experimentieren. Wir probieren jetzt mal in jedes Glas ein bisschen Wasser hineinzuschütten. 1 und dann immer ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Oh, das ist fast gleich viel und das letzte ganz voll. So, und dann beim ersten vielleicht ein bisschen weniger. Dann hören wir einen größeren Unterschied und hier auch ein bisschen weniger. So, seht ihr mal, jetzt haben wir ein Glas, das ist fast voll und eines, das ist eher leer. Und wenn man dann, vielleicht kennt ihr das ja schon, die Finger nass macht und anfängt über die Öffnung zu streichen, gibt es einen Ton. Es muss aber richtig toll nass sein. Dann schauen wir mal, welchen Ton es hier macht. Noch zu wenig nass. Wow, klingen sehr ähnlich. Was passiert, wenn mehr Wasser drin ist? Und wenn noch mehr Wasser drin ist? Ist das nicht toll? Also habt ihr gehört, das ist ein hoher Ton, wenn wenig Wasser drin ist, und ein tieferer Ton, wenn mehr Wasser drin ist. Und so das sind jetzt verschiedene Töne. Die finden wir auch so nicht unbedingt in einer Tonleiter oder so. Aber das ist das Prinzip, wonach man mit Glas und Wasser Musik machen kann. Bei der Glasharmonika gibt es sehr viele Gläser, die handgeblasen wurden und ineinander drinnen stecken. Und mit Glas, wenn die sich dann drehen, kann man dann drauf spielen, ähnlich wie auf einem Klavier. Und dann macht es solche zauberhaften Klänge. Probiert mal aus und versucht mal, das ganz schön zum Klingen zu bringen. Und vielleicht sogar eure erste kleine Melodie zu schreiben oder euch auszudenken. Probiert mal aus, seid experimentierfreudig und probiert aus. Das gibt ja auch, es gibt nicht nur. Es ist, also ein Instrument zu erfinden, das ist ja auch so eine tolle Aufgabe. Oder Erfinder zu werden von Instrumenten. Na gut, das war unsere Expedition zum Glas. Ich lasse euch jetzt ein bisschen basteln. Und somit sind wir für heute schon zum Ende gekommen von unserer tollen Wassereinheit. Spielt noch ein bisschen rum und wenn ihr Lust habt, später guckt noch bei mir rein. Wir gehen in die Bastelanleitung für unsere Sockentiere. Tschüss!
für unsere Sockentiere, unsere zwei Wasserschlangen, habe ich natürlich zwei Socken geholt. Ich habe mich für eine lange schwarze und eine lange weiße Socke entschieden. Und dann habe ich lauter Krimskrams geholt. Was wir unbedingt brauchen, ist ein bisschen Karton, eine Schere, Uhu. Ich habe noch eine Heißklebepistole geholt, die braucht ihr aber nicht unbedingt. Nadel und Faden, eventuell Klebefolien und natürlich so Stifte. Also das können Permanentmarker sein oder ganz normale Filzstifte, damit wir auf die weiße Socke malen können. Holt einfach Sachen zusammen, die euch Spaß machen. Dann habe ich mal die Socke auf den Karton gelegt, geschaut, wie viel Platz ich da brauche. Und in der ganzen Länge von der Socke habe ich dann aus dem Karton ein Stück Karton rausgeschnitten, eigentlich so groß wie so eine kleine Einlage, genau, wie so eine Sohle. Schaut, so schaut es aus. Da habe ich dann mit der Heißklebepistole Kleber dran gemacht und in die Socke hineingesteckt. Und wie das dann fertig war, habe ich gesehen, ach, die Nase von der Schlange schaut so blöd aus. Ich mache da noch so Schnipsel rein, damit die Nase ein bisschen dicker wird. Ja, und jetzt seht ihr, ist die Nase gefüllt und dann dachte ich mir, die Schlange braucht eine Zunge. Die habe ich dann mit, das ist Moosgummi, was ich dafür verwendet habe. Die habe ich unten angeklebt und dann habe ich ihr noch ein Piratenauge verpasst. Und neben dem einen Piratenauge habe ich ihr noch ein anderes Auge mit dem Permanentmarker dazu gemalt und zwei Nasenlöcher gemalt. Als ob ich schon Wasserschlangen Nasen haben. Unten ran habe ich den Mund gemalt mit rotem Klebefolie und dann noch zwei große giftige Zähne dazu gezeichnet. Tja, und dann oben noch mit dem blauen Marker habe ich ihr noch Striche drauf gemalt und fertig ist meine Wasserschlange weiß mit einem kleinen Herz dran. Genau, das Herz ist nämlich, weil sie verliebt ist. Und hier sehen wir sie in Aktion. Dasselbe habe ich natürlich auch bei der schwarzen Schlange gemacht. Den Mund habe ich da habe ich nochmal einen anderen Stoff genommen, so einen Stoffrest. Habt ihr auch eine Zunge rangeklebt. Das ist jetzt mal die Innenseite. Die hat fast keine Zähne, ja, die schwarze Schlange. Und auf die andere Seite habe ich dann aus Karton zwei Augen ausgeschnitten, die Augen draufgemalt und draufgeklebt. Und dann dachte ich mir, die ist schon ein bisschen langweilig, jetzt noch irgendetwas fehlt noch. Und dann habe ich einfach kurzerhand noch eine Schleife gebastelt, die dran geklebt. Und hier seht ihr, fertig sind nun Gustl und Trudel, meine zwei Wasserschlangen. Also, ja, ihr könnt da ganz frei sein, wie ihr die Wasserschlangen gestalten wollt. Ihr könnt die anmalen, Augen machen, wie ihr wollt. Seid kreativ und habt Spaß.